True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir reisen heute in eine dunkle Zeit. Genauer gesagt ins Jahr 1655. Da wird eine erst 12-Jährige auf einem Karren aus der Stadt gefahren, um dann jenseits der Stadtmauern hingerichtet zu werden. Das Mädchen heißt Entgen Lennartz und sie ist der letzte Mensch, der in Köln wegen des Vorwurfs der Hexerei hingerichtet wurde. Und wir besprechen die schlimme Tatsache, dass es sich bei der Hexenverfolgung keineswegs nur um ein historisches Ereignis handelt, das sehr lange zurückliegt. In dieser Folge wird eine engagierte Frau berichten, wie sie Frauen in Papua-Neuguinea vor Folter und Tod rettet. Doch zunächst geht es um ein düsteres Kapitel der Kölner Stadtgeschichte aus dem sogenannten Eisernen Zeitalter. So haben schon die Menschen, die damals gelebt haben, das 17. Jahrhundert genannt. Sie haben diese Zeit selbst als sehr bedrückend empfunden, mit wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das liegt natürlich an den schlimmen Erfahrungen mit der Pest. Die Pest rollt in mehreren Wellen durch Europa und durch Köln. Insgesamt sind 10.000 Kölnerinnen und Kölner der Seuche zum Opfer gefallen. Das ist ein Viertel der damaligen Stadtbevölkerung. Nicht auszudenken, was das bedeutet, wenn man es auf die heutige Zeit übertragen würde. Die zweite prägende Erfahrung ist der Dreißigjährige Krieg, der 1648 endet. Allerdings muss man in diesem Fall sagen, da hat sich Köln ganz gut zwischen den Fronten durchlaviert. Einmal waren die Schweden kurz in Deutz, das war's. Man sagt, Köln habe sogar profitiert, weil Handel und Gewerbe am Krieg verdient hätten. Die Pest, ein schlimmer Krieg, was muss man sonst noch wissen über Köln in dieser Zeit? Die Stadt agiert als freie und stolze Reichsstadt, die schon Jahrhunderte zuvor den Erzbischof vertrieben hat. Der Bischofssitz ist außerhalb der Stadt und der Erzbischof, der ja auch weltlicher Fürst ist, darf nicht mehr rein in seine Stadt. Doch das heißt nicht, dass es in Köln weltoffen und tolerant zugeht. Wir haben es weiterhin mit einer sehr, sehr katholischen Stadt zu tun. Protestanten und Juden sind hier unerwünscht. Mit dem Fortschritt haben die Kölner wenig im Sinn. Und das ist die Zeit, in der auch in Köln die Scheiterhaufen brennen und Menschen sterben müssen, weil man sie für Hexen und Zauberer hält. Das ist die Zeit, in der Entgen Lennartz hingerichtet wird, die letzte Hexe von Köln. Extremum supplicium Entgen Petern Lennartz Tochter. Anno 1655, Juis 18 Februari, ist Entgen Petern Lennartz Tochter durch Scheffenurteil kondemniert und zu Melaten auf dem Rondel durch den Scharfrichter enthäupt. Folgens aber der Leib verbrannt. Deus misereatur anime puele istius. Gott erbarme sich der Seele dieses Mädchens. Mit diesem Satz in lateinischer Sprache enden die Aufzeichnungen über den Prozess gegen Entgen Lennartz. Kondemniert sei sie, das heißt verurteilt, und zwar zum Tode. Der Scharfrichter habe sie enthauptet, anschließend sei ihr Leib verbrannt worden, kann man da lesen. Bei ihrem Tod war Entgen Lennartz 12 Jahre alt, verurteilt wurde sie mit 10. Das war am 7. Mai 1653. Sie ist die letzte als Hexe Angeklagte, die sterben musste. Ein Kind, das vom Betteln lebte. Der Vater ist mutmaßlich 2 Jahre zuvor erschossen worden. Die Mutter hat einen anderen Mann geheiratet und soll 3 Kinder in Köln allein gelassen haben. Im Studio ist Irene Franken, Initiatorin und Geschäftsführerin des Kölner Frauengeschichtsvereins, Historikerin, Stadtführerin, Autorin und Aktivistin, als alternative Ehrenbürgerin geehrt. Zusammen mit Ina Hörner hat sie das Buch geschrieben, Hexen, Verfolgung in Köln. Herzlich willkommen bei True Crime Köln im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Guten Tag. Wir kennen uns auch privat ein bisschen, deshalb werden wir uns jetzt hier nicht das Siezen angewöhnen. Die letzte Hexe von Köln, man sollte besser sagen, die letzte, die wegen des Vorwurfs der Hexerei brutal getötet wurde, ist ein Kind gewesen. Was wissen wir darüber, wie es zu dem Prozess gegen Entgen Lennartz kam? Ja, wie es genau gegen die Besagung, gegen dieses kleine Mädchen kommt, wie es zeitgenössisch heißt, ist nicht mehr überliefert. Überdies ist das Zusammenspiel von verschiedenen Instanzen wichtig. Es sind immer die Gesellschaft, die Stadtbevölkerung, die Nachbarschaft, dann die Kirche und hoheitliche Instanzen. Wir können nicht erkennen, dass das Mädchen
Entgen Lennartz von einer anderen Person der Hexerei bezichtigt wurde. Von daher ist zu vermuten, dass es eine Anklage aus der Stadtbevölkerung war. Wenn wir aber jetzt ein Hexereiverfahren im Kontext von True Crime thematisieren, möchte ich erstmal diskutieren, was hier das wahre Verbrechen ist. Denn in der Wahrnehmung der ZeitgenossInnen war es natürlich die zaubernde Person, hier ein Mädchen. Und heute würden wir aber natürlich sagen, dass die Hinrichtung das wahre Verbrechen ist. Ein verbrecherisches System, dem Frauen und in diesem Fall Mädchen, ein Mädchen zum Opfer fällt. Wir müssen vielleicht nochmal erläutern, woher wir wissen, was wir hier erzählen. Es gibt einen handschriftlichen Text, der die Verfahren gegen Menschen dokumentiert und der im historischen Archiv der Stadt Köln im Bestand der Verwaltung erhalten ist. Der ist ziemlich schwer zu lesen, dieser Text, was nicht nur an der Handschrift liegt, sondern auch an der Sprache. Das liest sich wie Protokolle der Verhöre. Aufgeschrieben hat sie ein Mann, der 45 Jahre lang als Turmschreiber für die Stadt tätig war, also so eine Art offizieller Geschichts- und Gerichtsschreiber. Und er beschreibt Hexenprozesse zwischen 1629 und 1662. Man weiß nicht so ganz genau, wofür und in wessen Auftrag er diese Protokolle geschrieben hat. Privates Interesse kann man wohl ausschließen, oder? Ja, das würde ich hier vermuten. Es gibt ja eine These, die besagt, dass die verhörenden Personen sich absichern wollten und wollten, dass ihr Tun dokumentiert wird, weil zum ersten Mal oder zum schärfsten Mal im Fall von Christina Plum auch anwesende verhörende Juristen und Scharfrichter denunziert wurden. Und von daher wollten die einfach die Dokumente schriftlich niedergelegt haben. Also so eine Art Absicherung, vielleicht auch gegen die Hysterie oder hat man mitgemacht bei der allgemeinen Hysterie? Es gibt ja so Zahlen auch aus anderen Städten und Regionen, wo man eben sehen kann, es war woanders noch viel schlimmer als in Köln. Das ist richtig. Wenn wir hier in der Nähe bleiben, ist vor allem das kurkölnische Gebiet zu nennen. Das ist umfasst vor allem das Sauerland. Hier können wir sagen, dass der Erzbischof von Köln einfach die Instanz war, die immer wieder eingefordert hat, dass die Verfolgungszahlen höher sein sollten, auch in Köln. Köln wurde beschuldigt, der Stadtrat, dass die Hexen schonen würden. Wir müssen, wenn wir vergleichen, natürlich in vergleichbare Großstädte gehen. Da können wir feststellen, dass zum Beispiel in Süddeutschland Städte mit einer ähnlichen Bevölkerungszahl, Köln hatte die höchste Bevölkerungszahl der frühen Neuzeit, dass die zwar Hexenverfahren hatten, aber in der Regel kaum oder keine Todesurteile ausgesprochen haben. Und wir können auch nicht sagen, dass jetzt katholische und evangelische Herren, dass zum Beispiel die Katholiken mehr verfolgt haben als die Protestanten. Wir können schon feststellen, dass in den katholischen Fürstbistümern eine doch große Verfolgungsintensität bestanden hat, wenn nicht auch eine Hysterie. Und das hängt zum Teil mit den Personen zusammen, die da in leitender Stellung waren, die schon als Kinder wirklich auch mit großen Versagungen aufgewachsen sind und diese erfahrene Gewalt dann auch nach außen richten. Wir befinden uns also in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts, als diese Protokolle beginnen. Und das Thema Hexen und die damit verbundenen Gerüchte und Beschuldigen sind ein großes Thema in der Stadt. Wir können in den Hexenprotokollen Einzelheiten über die Verhöre lesen und eben auch etwas erfahren über das Verhör von Entgen Lennartz. Sie erzählt da sehr spektakuläre Geschichten. Ja, sie erzählt zum Beispiel, dass tagsüber in der Sternengasse Menschen über Tische laufen und dass nur sie das sieht, dass die anderen Menschen gar keine große Reaktion zeigen. Und sie wird von Frauen mitgenommen zu Hexentanzfesten, also Hexensabbaten in der Gegend zwischen Düsseldorf und Duisburg, vielleicht in Angermund oder Ratingen. Und was sie dort erlebt, dass zum Beispiel das Essen und das Trinken, was sie bekommt, was ja erstmal eine freundliche Geste ist, dass sich das als faulig und wie Pisse schmecken die Getränke. Also sie beschreibt drastisch, dass das dann kippt, dass also die Situation doch nicht sehr schön ist. Und diese ganzen Dinge sind durchaus für glaubhaft gehalten worden von den befragenden Juristen. Und sie war auch auf dem Blocksberg, sagt sie, ne? Genau, das ist auch sehr erstaunlich. Sie hat eine relativ gute geografische Kenntnis für ein 10-jähriges Kind. Und ihr ist auch der Begriff Blocksberg bekannt, der ja bis heute letztlich als Hort der Hexenversammlungen gilt. Wo sich die Hexen treffen. Genau, ich weiß, dass direkt nach der Maueröffnung viele Frauen da auch hingefahren sind, um zum ersten Mal diesen Blocksberg auch besteigen zu können. Der lag ja in der
DDR. Das ist sowieso ein komisches Thema, wenn das mal zwischendurch sagen kann, wieso dieser, ist ja eigentlich furchtbar über das, was wir sprechen, und diese Anklage als Hexe ist furchtbar, weil sie eben häufig, sehr häufig mit dem Todesurteil endet, und dann erleben wir dann heute Frauen, die sich freiwillig als Hexe bezeichnen, weil sie es irgendwie, ja, spektakulär, cool finden, als Kräuterkundige meinen, damit Werbung machen zu können. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Missachtung der Opfer, ne, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall. Also erstmal können wir sowieso sagen, dass auch in der frühen Neuzeit die meisten Personen der Zauberei bezichtigt wurden und nicht der Hexerei. Und es gibt natürlich heute auch Menschen, die meinen, sie hätten übernatürliche Kräfte oder andere Kräfte als andere Personen und setzen diese ein. Und da muss man auch immer unterscheiden, ob die versuchen zu manipulieren oder wirklich Wissen haben, um zu heilen, das vielleicht aus früheren Quellen stammt. Aber diese Selbstbezeichnungen, denen stehe ich auch sehr skeptisch gegenüber. Zurück zu Entgen Lennartz. Wie wurden diese Geschichten von der 10-Jährigen aufgenommen? Heute würde man ja alles Mögliche vermuten, nur nicht, dass das Kind die Wahrheit sagt. Das war damals anders. Ja, also es wurde magisch gedacht. Auch die befragenden Personen haben magisch gedacht. Was heißt das, magisch gedacht? Ja, dass an übernatürliche Kräfte geglaubt wurde, dass Gegenstände sich selber bewegen können, dass Menschen starken Einfluss nehmen können, zum Beispiel auch Liebeszauber war sehr verbreitet, und dass einfach gezaubert werden konnte, dass eine Person entweder mit in einen verliebt wird oder genau das Gegenteil der Fall ist, dass der Nachbar nicht mehr die Frau liebt oder dergleichen Dinge. Also wir würden heute natürlich sagen, magisches Denken ist eine Stufe der Reifung eines jeden Kindes. So gab es beim Buch von Hans Zullinger. Aber das ist ja alles damals nicht geschrieben worden. Und von daher gab es einfach keine Bedenken gegen diese Art von Geschichten. Es wurde geglaubt, dass das so passiert. In einzelnen Fällen gab es mal gewisse Zweifel an den Darstellungen. Aber in der Regel waren das eher dann große Übertreibungen, die kaum möglich schienen, aber nicht das, was eben so ein Entgen Lennartz Kind erzählt. Der Prozess gegen Entgen Lennartz war nicht der einzige Hexenprozess gegen ein Kind in Köln. 6 Prozesse gegen Kinder sind nachweisbar. 3 Mädchen und 3 Jungen im Alter von 7 bis 12 Jahre waren angeklagt. Was weiß man sonst über die Opfer? Wie würde man sich heute ihre Geschichten erklären? Also häufig waren das Kinder, die aus ihren Familien ausgestoßen worden waren oder auch Waisenkinder waren. Das waren Kinder, die großen Gewalterfahrungen ausgesetzt waren. Man kann sich durchaus vorstellen, dass das auch psychische Prozesse waren, der Entgrenzung, dass sie einfach die Realität ausblenden wollten und sich eine andere Fantasiewelt geschaffen haben, dadurch einfach auch Geschichten erzählt haben. Dissoziation ist auch ein Wort, also wirklich Abspaltung von negativen Kindheitserfahrungen. Und sie wurden zum Teil von Menschen mitgenommen, von Menschen betreut, aber ob die ihnen immer wohlgesonnen waren, ist jetzt ein anderes Thema. Bei dem Jungen, dessen Fall auch wir in unserem Buch beschrieben haben, Peter von Rodenkirchen, ist es so, dass wir da zum Beispiel auch vermutet haben, dass da eventuell eine sexualisierte Gewalt vorliegt. Denn er schreibt von Männern in feinen Hosen, Seidenhosen, schönen Stiefeln und so weiter, die ihnen auch zu essen geben und Geld anbieten und so weiter. Und da ist durchaus eine Vermengung dieser beiden Thematiken auch denkbar. Bei Entgen Lennartz scheint es ja, wenn man das so liest, eine regelrechte Todessehnsucht gegeben zu haben. Das ist ja für ein 10-jähriges Kind aus heutiger Sicht sehr ungewöhnlich. Was muss man wissen? Sind 10-Jährige in dieser Zeit anders, reifer gewesen, selbstständiger gewesen? Also ein Kind mit solchen Hintergrunderfahrungen ist mit Sicherheit reifer, aber ich glaube, Todessehnsucht kann man auch mit 4 Jahren schon empfinden. Das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich angesichts der Lebensumstände, die sie aussagt in ihrem Verhör. Sie hat keine Geborgenheit erlebt, sie ist wahrscheinlich traumatisiert und ich finde es durchaus verständlich, dass sie diesem Leben ausweichen will. Einerseits möglicherweise in eine Fantasiewelt oder eben auch real aus dem Leben ausscheiden möchte. Man weiß das nicht genau, ne, ob so ein Kind dann gewusst hat in dem Moment, wo sie da den Verhörern gegenüber sitzt, dass das eventuell mit ihrem Tod endet. Ja, das weiß man nicht, wobei sie mit dem Hexereithema sehr vertraut erscheint. Also sie erwähnt immer wieder auch andere Frauen, die gezaubert haben. Sie weiß von anderen, von den Frauen, die sie mitgenommen haben nach Duisburg, dass die zum Tode verurteilt worden sind, dass die hingerichtet worden sind. Also das ist ja schon bewusst. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass sie Faktenwissen hat, aber das nicht unbedingt in der Situation verbindet. Du zitierst in dem Buch den Theologen Hartwig Weber.
Der schreibt, die Aussagen der Kinder erscheinen wie Psychogramme nicht aushaltbarer Gefühle. Du hast das bei Peter von Rodenkirchen, bei dem Jungen, der zu Tode gekommen ist, gesagt. Das sind Kindheitserfahrungen, traumatisierende Erfahrungen. So würde man wahrscheinlich auch die Erzählungen von Entgen Lennerts erklären. Ne? Ganz richtig. Also wie gesagt, ich habe schon das Wort Dissoziation verwendet, also diese Abspaltung. Unerträgliche Gefühle sollen nicht mehr einen beherrschen können. Das ist irgendwo ja auch ein heilender Umgang auf einer gewissen Ebene. Und ja, dann ist eben die Wahl, in diese Fantasiewelt zu gehen. Oder? Was würdest du sagen, warum ist im 17. Jahrhundert denn keiner der Verantwortlichen auf eine ähnliche Erklärung oder Idee gekommen? Warum hat man nicht nach anderen Erklärungen als Hexerei gesucht? Wir befinden uns ja immerhin nicht mehr im tiefsten Mittelalter, wo man irgendwie so diesen Aberglauben verorten würde, sondern in der frühen Neuzeit. Der 30-jährige Krieg ist zu Ende und trotzdem glauben diejenigen, die eine 10-jährige verhören, dem Kind, wenn es von Hexentänzen auf dem Blocksberg erzählt. Ja, da müssen wir einfach mal sehen, dass die ganze Welt magisch aufgeladen war sozusagen, vor allem auch die Kirche. Also innerhalb der Kirche gab es ja auch sehr viele magische Praktiken und Rituale und symbolische Akte. Die wurden zwar auch teilweise kritisch gesehen, vor allem von den Protestanten damals, aber es waren viele Dinge auch vertraut. Und zudem haben Menschen in dieser Zeit völlig selbstverständlich auf Wahrsager, Wahrsagerinnen, Wiederbringen, Zauber und vieles andere zurückgegriffen. Auch im Bereich des Gesundheitswesens wurde mit magischen Praktiken gearbeitet. Und von daher war die Welt nicht so rational, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Was die Kirche erwähnt, da müsste man vielleicht jetzt an der Stelle nochmal sagen, wie das so mit den verschiedenen Gerichten abgelaufen ist. Man spricht von einem weltlichen Gericht, aber das ist eigentlich die kirchliche Gewalt. Also zuerst verhören nichtkirchliche Beamte im Auftrag der Stadt und dann entscheiden die, ob sie es der Kirche überstellen. Letztlich nicht der Kirche, sondern dem Erzbischof als Herrscher, der noch ein ganz paar Rechte behalten hat, als die Kölner und Kölnerinnen ihn vertrieben haben. Und dazu gehört unter anderem der sogenannte Blutbann, die Blutgerichtsbarkeit. Also zum Beispiel auch das Foltern kann nicht die Stadt Köln veranlassen, sondern nur der Erzbischof mit seinem Gericht. Und das Münzrecht und solche Sachen gehörten auch dazu, die er noch behalten hat. Ja, also der Stadtrat hatte in Köln eine Sondersituation, weil er das Recht behalten hat, zu entscheiden, ob ein Fall in diese Blutgerichtsbarkeit gehört oder nicht. Und sie haben selbst eigene Verhöre gemacht mit sogenannten Stimmmeistern, mit Polizisten. Die sind auch wirklich vor Ort gegangen und haben bei den Menschen, vor allem Frauen, es waren ja 98% Frauen, die verfolgt wurden, die haben auch bei denen zu Hause zum Beispiel im Aborthäuschen geschaut, wenn gesagt wurde, da ist Zaubermasse, und haben gefühlt und gesagt, nee, das waren jetzt Spinnweben und Würmer, also es ist jetzt nicht gezaubert. Das heißt, es gab auch die Möglichkeit, freizukommen. Und von daher ist die Zahl an Verfolgungen in Köln ja auch nicht so hoch wie in anderen Städten, weil es durchaus denkbar war, ja, eine Frau wird der Stadt verwiesen, mit Rutenstreichen aus der Stadt herausgetrieben oder auch komplett freigelassen. Manche kamen in Hausarrest. Also es gab verschiedene Möglichkeiten, wie ein solches Gericht noch entscheiden konnte. Und wenn zum Verständnis, wenn das städtische Gericht gesagt hat, so, wir geben es weiter, dann war wahrscheinlich kaum ein Entrinnen mehr möglich. Doch, oder? Selbst vor dem erzbischöflichen Gericht war noch ein Freispruch denkbar. Das erzbischöfliche Gericht heißt hohes weltliches Gericht. Der Erzbischof hatte zwei Gerichte. Das geistliche Gericht beurteilte einfach nur Schandtaten, sage ich jetzt mal, der Mönche, Nonnen und Geistlichen. Und das hohe weltliche Gericht war eben für die Bevölkerung zuständig, sobald es in diese Blutgerichtsbarkeit ging. Das tagte übrigens direkt vor dem Dom auf dem heutigen Roncalliplatz. Also draußen? Ja, das war öffentlich auch zu sehen und zu hören. Und es gab ja auch ein Ritual, das dann allen Menschen zeigen sollte, ob eine Person zum Tode verurteilt sei oder nicht. Es war ein blauer Stein eingelassen in den Dom. Und bei einem Todesurteil wurde die Person dagegen gestoßen und dann wurde gesagt, ich stoße dich an den blauen Stein, du kommst zu Vater und Mutter nicht mehr heim. Und dann wussten die Leute so, das Todesurteil ist gesprochen. Entgen Lennerts kam nicht mehr frei. Sie wurde zum Tode verurteilt, nachdem sie an das weltliche Gericht überstellt wurde. Und hat dann noch über 2 Jahre im Kerker gesessen, bevor das Todesurteil vollstreckt wird. Das mit dem Kerker ist nicht ganz sicher, denn in der Quelle steht, dass sie 2 geistlichen Frauen übereignet wurde.
und möglicherweise wurde sie in einem Kloster aufbewahrt. Das Problem bei ihr war, sie war mit 10 Jahren noch nicht geschlechtsreif und noch nicht quasi fähig, getötet zu werden. Es musste eine Person geschlechtsreif sein, also bei Mädchen 12 Jahre und bei Jungen 14 Jahren, um dieses Schicksal erleiden zu können, sozusagen. Und mit 12 wird sie dann hingerichtet? Auch sehr brutal, sie wird erst geköpft und dann verbrannt. Wobei man sagen muss, das war dann das mildere Urteil, genau, als bei lebendigem Leib verbrannt zu werden. Also das Köpfen war sozusagen ein Entgegenkommen, denn das ist ein sehr schneller Tod und das Verbrennen muss eine der schlimmsten Todesarten sein, die auf dem Markt des Henkers waren. Und von daher kann man das sozusagen als Entgegenkommen sogar einschätzen. Das ist und bleibt aus heutiger Sicht überhaupt nicht vorstellbar. Ne? Das ist unglaublich brutal. Engin Lennartz ist die letzte Hexenhinrichtung in Köln, aber nicht die letzte Anklage. Es ist noch eine weitere Anklage bezeugt, 1662. Da wird eine 22-jährige Sargschmückerin und Papierblumenmacherin beschuldigt, nachdem sie sich selber angeklagt hat. Und diese gehört dann zu den Überlebenden, ne? Genaues weiß man nicht, oder? Ja, also wir können eine Tendenz feststellen, dass der Stadtrat vermutlich nicht groß Öl ins Feuer, ich sag's jetzt mal so plakativ, geschüttet hat. Denn sie haben auch immer wieder Frauen nach Hause geschickt, die sich selber anklagen wollten. Und ob das wirklich jetzt der letzte Fall war, das können wir nicht ganz genau beurteilen, weil einfach das Hexenprotokoll abbricht. Aber das heißt nicht, dass danach überhaupt keine Prozesse mehr stattgefunden hätten. Es ist aber zu vermuten, dass in Köln keine große Hysteriewelle mehr losgetreten wurde, denn davon hätten wir sicherlich dann Parallelquellen. Mit dem Tod von Engin Lennartz und dieser letzten Anklage kann man eine Bilanz der Hexenverfolgung in Köln im 15., 16. und 17. Jahrhundert verbinden. Die erste dokumentierte Hinrichtung findet Mitte des 15. Jahrhunderts statt. Da werden 2 Frauen verurteilt und hingerichtet. Es sind danach mindestens 103 Beschuldigungen und Verfahren in den Akten der Gerichte nachweisbar. 38 dieser Verfahren enden mit einer Hinrichtung. Das zeigt nochmal, dass eben auch viele freigekommen sind. Ja, genau. Oder wir wissen es nicht. Also das müssen wir auch einfach konstatieren, dass wir nicht bei allen Beschuldigungen den Ausgang kennen. Wir kennen also 38 Opfer, 34 davon sind Frauen, 2 Männer und 2 Kinder. Wie kommen Männer dann in diese Beschuldigungsmühle? Also es gab so eine gewisse Geschlechtertrennung in den Aufgaben. Männer waren zum Beispiel für Geisterbannerei zuständig. Wenn zum Beispiel jemand das Gefühl hatte, in seiner Wohnung oder wie in Köln in einem Fall in einer Gastwirtschaft tobt ein Geist und treibt da sein Unwesen, dann wurden Geisterbanner bestellt, die auch dafür bezahlt wurden, dass sie dafür zu sorgen hatten, dass dieser Geist verschwindet. So ein sehr auch lustiger Fall in Köln dokumentiert. Und wo dann letztlich die Gastwirtleute sehr abgezogen wurden, die mussten ganz viel Geld bezahlen, damit der Geist verschwindet. Oder Männer waren auch Werwölfe. Das sagt natürlich auch was über das Männerbild damals aus. Die wurden wirklich auch gezeichnet und große Angst erregt. Wilde Männer, die eigentlich aus dem Wald kommen und dann in der Stadt auch ihr Unwesen treiben und auch eventuell Kinder mitnehmen. Also das ist auch schwarze Pädagogik letztlich, die wir mit solchen Bildern verbinden können. Wenn man über Hexenverfolgung in Köln spricht, fällt in der Regel immer ein Name. Das ist der von Katharina Henoth. Das ist im Grunde die prominenteste unter den Opfern. Vielleicht liegt es daran, dass die Blackfurs ein sehr kitschig, pathetisches Lied über sie gemacht haben. Salve Katharina, du bist für uns die Königin. Ich finde, das ist nicht der beste Text, den Hans Knipp und die Blackfurs zusammen gemacht haben. Aber egal, Katharina Henoth steht ja auch als Steinfigur auf dem Kölner Rathausturm und eine Gesamtschule trägt ihren Namen. Die anderen 37 Opfer, also auch Engin Lennartz, sind weitgehend vergessen. Kann man das irgendwie erklären? Kann man sagen, dass Katharina Henoth auch deshalb so bekannt geworden ist und bekannt geblieben ist, weil sie ganz untypisch für die Opfer war? Ja, das ist der eine Punkt, aber noch wichtiger finde ich, dass es einfach eine Geschichte zu erzählen gibt. Es gibt ein Narrativ, sie hat einen Hintergrund, sie ist sozial eingebettet, man findet Parallelquellen zu ihr. Sie war ja Unternehmerin, ihre Eltern hatten die Posthalterei, die erste Post in Köln eröffnet im Ende des 16. Jahrhunderts. Und sie ist dort auch Geschäftsführerin gewesen, zusammen mit ihrem Mann. Auch zur Zeit ihres Todes war sie Witwe und war auch Teil der Geschäftsführung dieser Post. Und
wir wissen einfach, wir haben Briefe von ihr, wir können ihre eigene Stimme hören. Also die Quellenlage ist einfach wesentlich besser als bei den anderen Kölner Verfahren, mit Ausnahme vielleicht von Christina Plum, einer Frau, die auch nochmal eine eigene Geschichte zu erzählen hat. Über sie gibt es auch mehr Texte. Aber das meine ich mit untypischen Opfer, weil sie also so obere Bürgerschicht ist und die meisten Opfer ja eher so aus der Unterschicht arme Leute sind. In Köln, von denen man ja, genau. In Köln ist das so, dass es eher Marginalisierte sind, die am Rande der Gesellschaft leben und auch keine Lobby haben. Es sind vielfach ältere Frauen oder Kinder, die umgebracht werden. Das ist auch nicht so bekannt, weil auf den meisten Abbildungen, die vor allem im 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert entstehen, sind immer junge, lüsterne Frauen dargestellt, die auf ihren Besen zum Hexensabbat reiten, mit langen, wehenden Haaren und nackten Brüsten. Aber das ist überhaupt nicht die Gruppe von Menschen, die dann verfolgt und hingerichtet wird, sondern das sind wirklich unschuldige Kinder. Bei Kindern wird geglaubt, dass die besonders den Einflüsterungen des Teufels unterliegen würden oder auch von ihren Eltern schon zur Hexerei erzogen würden, was sie auch zum Teil so erzählen. Und die alten Frauen, das sind meistens Witwen oder alleinstehende Frauen, die haben überhaupt keine Lobby. Über Katharina Henoth müssen wir mal irgendwann eine eigene Sendung machen, ja, denn das ist spannend. Deshalb nur mal ganz kurz. Also das ist die Geschichte der Postmeisterin. Also man hat da dieses Bild der emanzipierten, selbstständigen, starken Frau, die dann am Ende sterben muss, weil sie von Konkurrenten ausgeschaltet wird. Das ist so die Geschichte, die man sich erzählt. Du hast dir den Fall nochmal genau angesehen und leise Zweifel an den üblichen Darstellungen geäußert. Wir hatten direkt Zweifel, weil die Deutung, die wirtschaftliche Begründung, diese Krimi-Deutung, sag ich mal. Auch, die kam aus der DDR. Und da wird ja immer sehr viel mit Wirtschaft begründet. Und wir hatten schon direkt das Gefühl, dass das zu simpel ist. Und so haben das auch viele andere inzwischen gesehen. Also es wird inzwischen bezweifelt, dass das wirklich allein auf die Konkurrenz zu einer Familie zurückzuführen ist, die auch diese Posthalterei haben wollte, die Familie Coesfeldt, und deswegen quasi eine Schachfigur ins Spiel gebracht hat, die dann Katharina Henoth denunzieren sollte und die dann das ganze Verfahren ins Rollen gebracht hat. Die Realität stellt sich als wesentlich komplexer raus und du hast völlig recht, es wäre eine eigene Sendung wert. Es wäre eine eigene Sendung wert. Aber der Fall der Katharina Henoth ist natürlich deshalb interessant, weil er so gut dokumentiert ist. Viel besser als das von Entgen Lennartz. Und das hilft natürlich Historikerinnen und Historikern, die Mechanismen dieser seltsamen Prozesse besser nachzuvollziehen. Wir reden da, du hast es gesagt, über die Vorstellung, dass Menschen durch übernatürliche Fähigkeiten anderen Leid zufügen können, auch Gutes tun können, also sie können zaubern. Wir reden über Folter und schlimme Gewalt. Das klingt nach viel Willkür, scheint sich jeder Rationalität zu entziehen. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, da gibt es ganz klar strukturierte und rationale Verhaltens- und Verfahrensweisen, wie so ein Prozess abzulaufen hat. Ein Schema, das Vorgaben folgt, einschließlich der brutalen Folter. Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Wie lief denn so ein Hexenprozess normalerweise ab? Also das Verfahren müssen wir einerseits sehen vor der Zweiteilung von weltlichem städtischen Gericht und dem erzbischöflichen Gericht. Aber nochmal würde ich gerne eine Stufe zurückgehen zur Kirche. Denn die Kirche hat zunächst mal sozusagen das Bild der Hexe neu konstruiert, Ende des 15. Jahrhunderts. Da erschien unter anderem der Hexenhammer, dieses Machwerk von Dominikanermönchen oder einem Dominikanermönch. Ein sehr übles Machwerk. Ja, was auch wirklich Anleitungen zur Verfolgung gibt. Und darauf beziehen sich jetzt auch viele der Untersuchungen, der Verhöre. Wobei interessant ist, zu diesem Konstrukt der Hexe gehört unter anderem auch, dass die auf den Hexensabbat fahren, dass sie den Teufel küssen und mit ihm einen Pakt schließen oder auch geschlechtlich verkehren. Das interessiert die Bevölkerung jetzt alles überhaupt nicht. Die Bevölkerung bezieht sich in der Regel immer auf sogenannten Schadenszauber, was nur ein Element von diesen fünf des konstruierten Hexenbildes ist. Und natürlich geht es darum, die Ernte ist schlecht geworden, der Mann hat sich abgewendet, ein Kind ist tot geboren und so weiter. Also diese, man sucht eine Schuldige für etwas, genau, was man nicht erklären kann. Genau, dann wird geschaut, wie kann das passiert sein. Man selber ist auf jeden Fall unschuldig und dann muss eine Person außen im nahen Umfeld eben haftbar gemacht werden.
So, also kommt es zur Denunziation und in Köln hieß das das Gemeingeschrei, das kursierte dann in der Stadt. Und wenn das kam zu Ohren des Richters, der Ratsherren, dann mussten die das verfolgen. Und dann schickten die eben erstmal diese Stimmmeister los, die die Indizien prüfen sollten, ob es wirklich um ein Hexereiverfahren geht oder zum Beispiel auch um einen reinen Nachbarschaftskonflikt. Wenn sie dachten, ja, es könnte Hexerei oder Zauberei besser gesagt im Spiel sein, kam die erste Vernehmung, auf Latein Interrogatio. Die fand im Stadtgefängnis statt, zum Beispiel im Frankenturm, und wurde noch ohne Folter durchgeführt, also gütlich heißt das dann im Jargon. Es konnte zur Freilassung kommen, es konnte zur Verhaftung kommen und es kam dann eben zur Überstellung an das erzbischöfliche Gericht. Wieder kam es zum Verhör. Und jetzt konnte eben auch Folter eingesetzt werden. Das war dann das sogenannte peinliche Verhör. Und das fand jetzt an einem anderen Ort statt. Und zwar auch auf dem heutigen Roncalliplatz befand sich das erzbischöfliche Gefängnis, die sogenannte Hacht. Das stand übrigens noch Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Platz. Ist gar nicht so bekannt. Und viele Frauen, ich sag jetzt mal Frauen, weil es überwiegend Frauen waren, haben schon aus lauter Angst vor der Folter sofort gestanden, was gefragt wurde. Und wollten einfach auf keinen Fall diese Gewalt erleiden müssen. Ohne ein Geständnis durfte eigentlich keine einzige Person hingerichtet werden. Das ist aber im Fall von Katharina Hino zum Beispiel durchbrochen worden, die nie gestanden hat, obwohl sie wahrscheinlich auch mehr als die erlaubten 3-mal gefoltert worden ist. Man geht davon aus, dass sie 4 bis 5-mal gefoltert worden ist, damit sie endlich gesteht. Aber sie war eine ganz taffe Frau schon, emanzipiert, benutze ich für früher nicht, aber sehr stark. Und sie hat nie gestanden und ist aber dann trotzdem hingerichtet worden. Das ist auch eine der Seltsamkeiten in dem Verfahren. Was es durchaus gab, war auch die Suche nach Teufelsmalen. Das war was sehr Perfides. Da war es dann den anwesenden Herren, unter anderem auch Schöffen, Ratsherren, Henkern, Henkersknechten gestattet, den nackten Körper der Frau in Augenschein zu nehmen, um zu schauen, ob sie Hexenmaler hat. Also das konnte jeder Leberfleck sein. Und im Einzelfall wurde auch eine Nadelprobe gemacht. Da wurde da reingestochen und geguckt, ob die Schmerz empfindet oder nicht. Durch die Folter sollte die Wahrheit zutage treten. Das war der Hintergrund. Wenn die Verurteilung Erfolg ist, startet eine neue Prozedur. Auch für die Hinrichtung, für den Tod der Angeklagten gibt es klare Regeln. Die Personen wurden so lange wieder in dieses Hachtgefängnis gesteckt, bis der Tag der Hinrichtung gekommen war. Dann sind auch Geistliche dazugekommen. Die Delinquentin in der Wahrnehmung wurde auf einen Wagen gebracht und dann mit Pferden zur Hinrichtungsstätte gebracht, die natürlich nicht, wie in manchen Texten es steht, auf dem Friedhof oder auf der Leprastation war. Das war ja völlig undenkbar, sondern das heißt immer auf Melaten oder zu Melaten. Das war also auf der anderen Seite der Aachener Straße. Und da war eine große Hinrichtungsstätte, die bisweilen auch Rabenstein genannt wird. Kann man sich auch denken, warum. Ja, und dann wurden die gegebenenfalls noch mit glühenden Zangen gepeinigt, auch noch auf dem Wagen, obwohl sie schon gestanden hat. Und der Geistliche sollte nochmal sie auffordern zu gestehen und ihre Sünden zu bekennen. Wobei letztlich können sie ja durch dieses schlimme Verbrechen nur entsühnt werden durch diesen Flammentod. Die Flammen sollen alle Sünden von ihr nehmen. Und danach gibt es wieder ein gemeinsames Essen aller Amtspersonen und die Hinterbliebenen, die Verwandten mussten zum Teil für das Verfahren bezahlen. Also sie mussten die Stricke und so ein Strohhäuschen, was gebaut wurde und so weiter, auch noch bezahlen an die Stadt. Das ist furchtbar. Wenn du dieses Verfahren beschreibst, werden Akteure deutlich. Aber wir müssen, glaube ich, auch nochmal über die Rolle der einfachen Leute sprechen, des Volkes. Du schreibst in dem Buch, oder ihr schreibt in dem Buch, ohne eine starke Teilnahme der Bevölkerung wäre es nicht zu einem solchen Ausmaß von Verfolgungen, Prozessen und Hinrichtungen gekommen. Also das Volk sollte ein wichtiger Player sein, das war auch so gewollt, von der Inquisition zum Beispiel. Die Inquisitoren gingen in die Städte und riefen dazu auf, alle Personen zu denunzieren, die in der Stadt seien, die zauberkräftig wären. Sonst würde es der Stadt gehen wie Sodom und Gomorra. Also es wurde ein Angstszenario aufgebaut. Und dann gab es natürlich Leute, die das genutzt haben, um Personen zu denunzieren.
Ich glaube durchaus nicht, dass das immer aus Eigennutz passierte, sondern viele Menschen hatten einfach Angst. Also wir haben das Wort Angst jetzt noch nicht benutzt, glaube ich, aber diese Zeit ist, also gerade das 17. Jahrhundert ist sehr stark angstbesetzt auch. Unter anderem gibt es den Dreißigjährigen Krieg. Es gibt auch immer wieder Wetterkatastrophen und es ist einfach so, dass viele Menschen aus Angst dann auch bereit sind, jemanden zu denunzieren. Ja, die Denunziationen erfolgen zum Teil von Nachbarn, Nachbarinnen, von Verwandten, zum Teil auch von Menschen, die gar keine enge Berührung haben. Aber sie sind natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil erst auf die Besagungen hin überhaupt der Prozess in Gang kommt, das Verfahren in Gang kommt. Die Angst der Menschen vor Dingen, die sie nicht erklären können, ist eine gute Überleitung, denn dass Angst und Hysterie zu Furchtbarem führen können, ist kein historisches Phänomen. Und so gibt es sie auch noch heute, die Verfolgung von Frauen, wenn man ihnen Hexerei unterstellt. Darüber spreche ich jetzt mit der Ordensschwester Lorena Jenall, die uns übers Internet zugeschaltet ist. Schwester Lorena arbeitet seit über 40 Jahren in Papua-Neuguinea, eine Insel nördlich von Australien. Aufgewachsen ist sie in der Schweiz. Sie gehört zum Orden der Baldegger Schwestern. Das ist ein franziskanischer Frauenorden. Also Teil der Kirche, die im Zusammenhang mit den Hexenverfolgungen in Köln, Deutschland und Europa viel Schuld auf sich geladen hat. Schwester Lorena kämpft gegen Hexenwahn und Verfolgung in Papua-Neuguinea. Sie kann davon berichten, dass es den Wahnsinn, die Gewalt auch heute noch gibt. Nachdem sie selbst zweimal das Messer am Hals hatte, hat sie sich eine viermonatige Auszeit in der Schweiz genommen. Nun ist sie wieder in Papua-Neuguinea. Hallo Schwester Lorena. Hallo, Herr Frankenberg. Das katholische Hilfswerk Missio, mit dem Sie eng zusammenarbeiten, benennt 43 Länder auf der Welt, in denen Menschen wegen Hexerei verfolgt werden und von Folter und Tod bedroht sind. Sie erleben das an Ort und Stelle in Papua-Neuguinea. Sie haben da schon sehr viel Schlimmes gesehen in der langen Zeit, die Sie da arbeiten. Eine Frau haben Sie in letzter Minute vor dem bereits brennenden Feuer gerettet. Man kann in Papua-Neuguinea in neuester Zeit von einer Stunde zur anderen als Hexe angeklagt werden. Das ist für unsere europäischen Begriffe nicht so leicht zu verstehen. Aber ich begründe das damit, dass diese ganze Verunsicherung von der Steinzeit ins modernste digitale Zeitalter hinein geworfen zu werden, nicht so leicht ist zu verkraften. Und dann braucht man eben diese berühmte Sündenböcke, wenn etwas nicht klappt oder wenn man Angst hat oder wenn man eifersüchtig ist und so etwas kommen will, dann muss man eine starke, unschuldige Frau, die ihr Geschäft versteht, als Hexe anklagen. Also es sind im Grunde ähnliche Muster, wie das bei dieser frühneuzeitlichen Hexenverfolgung aus Europa berichtet wird. Erzählen Sie doch nochmal diese Geschichte, wo Sie eine Frau gerettet haben, selbst gerettet haben, wo das Feuer schon brannte. Die wollten dann die Frau aufs Feuer nehmen und da ging ich einfach hin und sagte, nein, das geht jetzt leider nicht. Ihr kennt mich, ihr wisst, für was ich einstehe. Ich stehe für Lieben, ich stehe für lebende Frauen ein, weil ihr alle von einer Frau geboren seid. Und ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder, so müsst ihr jetzt wohl oder übel mit mir zufrieden sein. Und eigentlich war das von mir aus gesehen Schocktherapie, weil eben das in der Hitze des Gefechtes, da gab es nichts mehr anderes. Damit bringen Sie sich wahrscheinlich auch selbst in Gefahr, ne, wenn Sie sich so weit vorwagen. Natürlich, ich wusste nicht, was im nächsten Moment passiert und auch, muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich bin keine Heldin, ich bin kein Übermensch, ich bin eine einfache Frau, die dann hilflos ohne jegliche Waffe dasteht und ich bin sehr verletzlich in einem solchen Moment und auch wenn ich äußerlich sehr ruhig bleibe, bin ich innerlich sehr, sehr aufgewühlt und schlafe dann halt eine Nacht lang nicht. Aber jedenfalls stand ich da und sagte, nein, das gibt es einfach nicht. Ob ihr es wollt oder nicht,
das lasse ich jetzt nicht geschehen. Dann haben die nicht gewusst, was machen. Dann stand einer auf, der mich gut kannte zum Glück und sagte, nein, und hat den Mob zurückgehalten und die wussten nicht mehr weiter. Und dann rief einer wie wild, verschwinde. Und ich sage, ja, das werde ich gerne machen, aber ich will die Frau in Sicherheit. Dann ist nichts passiert. Was ist aus der Frau geworden? Die ist jetzt wieder mit ihrem Mann zusammen. Und wir haben natürlich, also ich habe dann allerdings diese Frau aus der Provinz rausgenommen für 6 Wochen, weil ich konnte die nicht in unser Haus der Hoffnung nehmen, weil das war zu nahe. Und ich wusste nicht, wenn der Mob sich beruhigt, ob er dann schon genug abgekühlt ist. Und ich wollte niemanden in Verlegenheit bringen. Ein paar Tage später habe ich sie in die andere Provinz gebracht, wo wir mit einem Arzt zusammenarbeiten. Ihm bringe ich auch die schwer verletzten Frauen, die Hauttransplantation und Fistelo-Operationen brauchen. Und dann habe ich sicher. Was hat denn überhaupt zu so einer Eskalation geführt? Kann man das erklären? Was weiß man über die Täter? Wieso geht so ein Mob dann auf eine Frau los? In diesem Fall starben 2 Kinder, aber ganz unabhängig voneinander. Das Mädchen, das verstarb, starb etwa 3 Wochen früher an einem Herzversagen im Spital in Mendi. Und der kleine Junge, der auch erst 5 Jahre alt war, der, 2 Kinder stritten miteinander und ein Stein hat seinen Kopf erwischt. Und dann ist es dann so, dass man eine Frau zur Schuldigen macht, in dem Fall für den Tod verantwortlich macht, dieser beiden Kinder. Das heißt, da glauben Menschen, dass es andere Menschen gibt, die besondere übernatürliche Fähigkeiten haben, die Unglück und Tod herbeiführen können. Genau, und da werden immer die gleichen Methoden gebraucht. Und deswegen haben diese Hexenverfolgungen, die ich erlebe, schon Ähnlichkeiten mit dem, was in Europa passiert. Man weiß nicht viel über Papua-Neuguinea hier in Europa, in Deutschland. Sie haben am Anfang gesagt, das ist auch eine Entwicklung, wo eine Gesellschaft aus ja sehr archaischen Zuständen in die Neuzeit katapultiert wird. Aber es gibt ja einen Staat mit staatlicher Ordnung. Werden denn diese Übergriffe auf Frauen, diese Verfolgungen, diese Folter und auch diese Mordversuche und Morde, werden die denn geahndet vom Staat oder lässt man das einfach so geschehen? Die Korruption ist ein totaler Wahnsinn. Die Polizei, das Gericht, wenn man Geld gibt, kann man das alles mit Geld machen. Und dann leben die Täter weiter und machen beim nächsten Fall wieder mit. Und deswegen sind wir auch gerade mit einem Halbdeutschen, sein Vater ist Deutscher, seine Mutter ist Papua-Neuguinea, der Brian Kremer, der ist jetzt, wie ich gehört habe, wieder Minister für Justice. Und diesen Mann habe ich schon getroffen und der imponiert mir und auch mit 2, 3 anderen Politikern, denen ich wirklich vertraue und die sich gegen jegliche Form von Gewalt einsetzen, dass die Täter nicht einfach blindlings weitermachen können. Das ist Ihre Hoffnung. Sie haben eben auch von dem Haus der Hoffnung gesprochen, House of Hope. Das haben Sie für verfolgte Frauen gegründet. Was können Sie denn den Opfern in diesem House of Hope anbieten? Also wir arbeiten ganzheitlich. Zuerst heilen wir die physischen Wunden und das ist das Leichteste. Dann versuchen wir auch die seelischen Wunden zu heilen. Und dann natürlich versuchen wir alles, um diesen Frauen zu sagen, dass sie wertvoll sind, dass sie Würde haben. Und wir machen das mit Therapien wie Tanzen, Singen, Gespräche, Arbeiten im Garten oder was jede Frau sich wünscht oder wo ihre Stärke sind, das versuchen wir hervorzuheben und mit jeder Frau individuell einen Weg zu finden. Wir arbeiten intensiv mit Jugendgruppen,
gehen in die Schulen, sogar schon in die Primarschule, um einfach eine Generation von Jugendlichen heranzubilden, die das in absehbarer Zeit, das wird noch nicht heute und morgen und nicht nächstes Jahr sein, aber in absehbarer Zeit sagen zu können, der Hexenwahn und die Hexenfolterungen, die grausamen Hinrichtungen gehören in eine Märchenwelt, aber nicht zu uns. Herzlichen Dank, Schwester Lorena, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in Papua-Neuguinea. Wer sich für Ihre Arbeit oder auch für die aktuelle Lage in anderen Ländern interessiert, sei auf die Homepage der Hilfsorganisation Missio verwisen, www.missio-hilft.de. Wir setzen den Link auch in die Shownotes zu dieser Ausgabe von True Crime Köln. Missio und die Katholische Hochschule NRW haben eine Weltkarte zum Hexenwahn erstellt. Da kann man sehen, wie aktuell das Thema ist. Auf diese Karte kommt ein Land, wenn 5 Fälle von Hexenverfolgung zweifelsfrei dokumentiert werden können. Ich habe es gesagt, 43 Länder werden da genannt, Tendenz steigend. Das sind viele Länder in Afrika und des Mittleren Ostens, aber auch Staaten, die man mutmaßlich zur westlichen Welt zählt, wie Mexiko, Bolivien oder Guatemala. Ecuador und Peru stehen unter Beobachtung. Ebenfalls dabei sind Indien, Thailand und Indonesien. Und wenn man alle bekannten Todesfälle seit den 1950er Jahren zusammenzählt, sind seitdem weltweit mehr Frauen dem Hexenwahn zum Opfer gefallen als in der europäischen Verfolgung im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, also der Zeit, die Historiker als Hochzeit der Hexenverfolgung bezeichnen. Vielleicht ist die echte Hochzeit der Hexenverfolgung also jetzt. Missio spricht von 100.000 Opfern in den vergangenen Jahrzehnten. Das wären deutlich mehr als zu früheren Zeiten, über die ich hier mit Irene Franken gesprochen habe. Irene, das ist beeindruckend und schockierend zugleich, was Schwester Lorena aus Papua-Neuguinea berichtet, oder? Ja, ich denke, dass das Phänomen der Angst vor Veränderungen sehr vergleichbar ist. Auch in Europa, in Deutschland gab es sehr große Veränderungen im Laufe des späten 16., Anfang 17. Jahrhunderts. Und viele Menschen haben das ja auch überhaupt nicht kommuniziert bekommen. Und ansonsten waren die ausgeliefert einer Welt, die ihnen oft nicht erklärbar war. Und da war eben ja das Muster, die Schuld anderen Menschen zu geben und das Unerklärliche irgendwie sich anzueignen. Ich weiß, dass man das eine Historikerin niemals fragen darf, auch kein Historiker. Kann man aus der Geschichte was lernen? Ich frage es trotzdem mal. Ja, ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch. Ich glaube, dass die Geschichte uns zeigt, wozu Menschen in besonderen Situationen fähig sind oder auch unfähig sind. Und dass sie uns natürlich einen Pool von sehr vielen Narrativen, von Geschichten bereithält. Aber ich bin auch in der Gedenkstättenarbeit tätig. Ich habe nicht die Hoffnung, dass ich einen Antisemiten, der in unsere Veranstaltung kommt, dazu bekommen könnte, umzudenken. Ich glaube, dass wir am ehesten Menschen erreichen, die schon eine Hinneigung zu der Thematik haben. Und so ist es auch beim Thema Hexenverfolgung. Es ist nicht so, dass wir durch Aufklärung allein mit Worten, glaube ich, eine Abkehr davon erreichen können. Deswegen finde ich das Modell, solche Frauen vielleicht auch in die Schulen zu bringen, die zu zeigen, mit Gefühlen zu arbeiten, das ist, glaube ich, wichtiger als nur an den Verstand zu gehen. Ist ein bisschen ernüchternd. Ne? Ich habe, als ich mich beschäftigt habe mit dem Thema, so gedacht, wenn wir heute über Verschwörungstheorien sprechen, genau, wo Leute eben nach Erklärungen suchen und nicht fündig werden und dann empfänglich sind für Konstruktionen, die ja auch zum Teil Hanebüchen sind, dann haben wir wieder so Phänomene, die auch mitten in Europa einen zweifeln lassen, was geht in solchen Leuten vor, und das ist gefährlich. Ne? Ja, wenn man hört, wie viele Leute wirklich inzwischen glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, das macht uns eigentlich erklärbarer, was in der Zeit der Hexenverfolgung erfolgt ist. Oder auch jetzt die Zeit des NS, die wird eigentlich auch erklärbarer dadurch, dass man sieht, wie groß so ein Wahn ganz schnell werden kann. Und dass es überhaupt nichts nutzt, mit rationalen Argumenten dagegen vorzugehen, das sagt ja auch die Wissenschaft, sondern dass das zum Teil die eigenen Positionen eher noch verfestigt. Es bleibt also noch viel zu tun. Herzlichen Dank, Irene Franken, für dieses Gespräch über die letzte Hexe von Köln. Wir haben die Geschichte von Entgen Lennartz erzählt, die 1655 geköpft und verbrannt wurde.
ein wirklich dunkles Kapitel der Kölner Stadtgeschichte. Und wir haben die Geschichte des Kindes zum Anlass genommen, um über das Phänomen der Hexenverfolgung in heutiger Zeit zu sprechen. Wer mehr wissen will über die Arbeit des Kölner Frauengeschichtsvereins, der sei auf die Internetseite des Vereins verwiesen. www.frauengeschichtsverein.de lautet die einfache Adresse. Das war's für heute. In der nächsten Folge von True Crime Köln begeben wir uns an einen besonderen Ort in Köln. Dann geht es um eine Villa am Stadtwaldgürtel, in der Historiker die Geburtsstunde des Dritten Reichs verorten. Vor 90 Jahren, im Januar 1933, trafen sich dort Adolf Hitler und der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen. Gastgeber war der Kölner Bankier Kurt Freiherr von Schröder, der Hitler, Himmler, von Papen und anderen das Mittagessen servieren ließ. Es beginnen Verhandlungen, die dazu führen, dass Adolf Hitler deutscher Reichskanzler wird. In Lindenthal wird das Fundament für den kommenden Staatsterror und eine massenmordende Diktatur gelegt. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschö. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.